Mai 2019 vor dem Amtsgericht Köthen. Die Angeklagten Christopher und Norman Ritter. Es geht um schwere Körperverletzung und Diebstahl. Sie sollen einen Obdachlosen überfallen und bestohlen haben. Es ist das vorläufige Ende einer kriminellen Karriere, die sich schon sehr früh abgezeichnet hat und bereits vor 25 Jahren begann. Der jüngste Sohn der Ritterfamilie ist Christopher Ritter. Er ist inzwischen 32 Jahre alt und saß bisher dreimal im Gefängnis. Zusammengerechnet 12 Jahre und 5 Monate. Mehr als ein Drittel seines Lebens. Wir sind mit Karin Ritter für ein Interview verabredet. Christopher kommt plötzlich dazu und haut die Kamera weg. Scheiße, Hunger. Nimm deine Scheiße, Hunger. Kacke nicht aggressiv, ja. Ja, was ist los, Alter? Ja, wir haben das vorhin so alles besprochen. Du verzeckert das. Ihr sitzt nicht im Knast, ja? Ihr macht euch nicht zur Fotze, ja? Das stimmt, das stimmt. Ihr sitzt nicht im Bau und hört euch die Scheiße an. Eine halbe Stunde später zeigt Christopher dann sein anderes Gesicht. Grüße Führer, wenn du mich schon grüßen tust. Den habe ich in der... Und hetzt im Anschluss immer wieder gegen Flüchtlinge. Man sieht es ja, wie sie hier abgehen. Man stellt die Fahrräder vor die Tür. Ja, euch welche Kanacken kommen vorbei und wollen sie ein Fahrräder klauen oder sein Handwagen oder so eine Scheiße. Wir und das Handwagen sind immer Ausländer oder sind das immer das Deutsche? Das sind Ausländer da drüben. Das sind Flüchtlinge. Doch wie konnte Christopher so werden? Peter Grimm leitet das Jugendamt in Köthen und gibt uns 2007 ein Interview. Er meint, es hätte genügend Hilfsangebote für die Ritters gegeben. Man muss schon sagen, dass die Familie Ritter eine gewisse Beratungsresistenz entwickelt hat. Die Familie Ritter hat es gelernt, immer wenn es für sie wichtig wurde, zum Beispiel in die richtlichen Anhörungen, uns ein Stück entgegenzukommen. Aber sobald das durch war, war auch das Thema durch bei der Familie, sodass es eigentlich vorhersehbar war, dass alle da sind, wo sie heute sind, ob in einer Justizvollzugsanstalt oder einer Obdachlosenunterkunft. Und ich denke, dass man diese Familie auch nicht bedauern muss. September 2018. Christopher steht wieder mal wegen schwerer Körperverletzung und Raub vor Gericht. Er ist bereits einschlägig wegen Gewalt- und Diebstahlsdelikten vorbestraft. Heute wird er zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt, doch geht in Berufung. Im Frühjahr 2019 ist Christopher immer noch auf freiem Fuß und verbringt viel Zeit bei seiner Mutter. Als allererstes trinke ich mein Bier. Eigentlich müsste er schon wieder in U-Haft sitzen, da neue Anzeigen gegen ihn vorliegen. Doch nur wegen einer Justizbanne ist er noch auf freiem Fuß und meistens betrunken. Doch das soll sich jetzt ändern. Ich mache jetzt Entgiftung. Wollte ich eigentlich heute anfangen. Habe ich auch den Platz in Dessau, in Zroku. So, und von da aus ist Langzeittherapie angesagt. Langzeit heißt mehrere Monate oder? Ja. Na, 2 Jahre. Zwei bis drei Jahre. Haben Sie schon mal so eine Entgiftung gemacht? Nee. Was erwarten Sie sich da? Sie auch nicht? Na, damit ich rauskomme und nicht mehr saufe, ja. Weil das übernimmt zu viel. Das ist jetzt. Das ist jetzt schon die dritte Flasche heute. Vor allem seine Mutter habe ihn zur anstehenden Entgiftung motiviert. Er sorgt sich um sie. Es geht ja nicht um mich. Es geht ja um die Mutti. Guck mal, die ist alt. Ja. Und man muss auf so eine älteren Leute aufpassen, ganz ehrlich. Ja, ich meine, die ist zwar auch nicht ganz gerade ab und zu, ja, aber... Eine Entgiftung oder eine Therapie hat Christopher bis heute nicht begonnen. Andy Ritter ist der zweite Sohn von Karin Ritter. Er ist heute 34 Jahre alt und saß bisher 2 Jahre und 10 Monate im Gefängnis. Im Frühjahr 2019 wohnt Andy immer noch mit seiner Mutter zusammen in einer Obdachlosenunterkunft. Auch er muss im April zurück in die neu eingerichtete Augustenstraße, Zwangsumzug. Doch Andy scheint weiterhin wenig Hoffnung auf ein eigenes und selbstbestimmtes Leben zu haben. Ja. Hast du dir eine neue Wohnung? Oder? Ja, ich versuch's, oder? Ja, das ist schwierig, oder? Ja. Mit seiner Mutter zurück in die Augustenstraße will Andy nicht.
Die neue Regelung, dass die Bewohner tagsüber die Unterkunft verlassen müssen, stört ihn zu sehr. Auf Wüstenstraße ist für dich keine Option. Nee. Warum nicht? Soll ich nicht. Kann ich gleich nach zurückgehen. Mit seiner Freundin Annette ist Andy schon seit 8 Jahren zusammen. Auch sie ist jetzt obdachlos und muss heute ausziehen. Annette erzählt uns, wie schwer es für sie und Andy ist, eine neue Wohnung zu finden. Wie oft suchen wir eine Wohnung? Und wenn die den Namen hören, wie jetzt, habe ich ja auf meinen Namen versucht, Wohnung zu bekommen. Und wenn die aber dann hören, Herr Ritter zieht mit ein. Nein. Obwohl er eigentlich auch nichts machen tut. Oder er ist nie auffällig, damals klar. Gegen die zuständigen Behörden erhebt sie schwere Vorwürfe und erzählt uns, wie schwer es ist, den Namen Ritter zu tragen. Also das ist für mich nicht mehr Menschlichkeit. Das ist einfach nur reine Schikane, Mobbing, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Und durch so einen Mist haben wir ja auch keine Perspektive mehr. Jetzt obdachlos auf der Straße. So, vorher schon die Schwierigkeit, wie er jetzt. Er ist ja so begabt mit Elektronik, mit das, mit das, mit das. Wie viele würden den nehmen? Sobald sie den Namen hören, weil durch die Brüder halt oder so, wenn die mal ausgerastet sind. Könnt ihr euch mal ein Stück wegstellen, damit ihr durchlaufen? Ja. Der älteste Bruder des Ritterclans ist Norman Ritter. Er ist heute 35 Jahre alt und saß bisher 3-mal im Gefängnis. Insgesamt 7 Jahre und 11 Monate. Bereits 1994 gehören für den damals 9-Jährigen rechte Symbole wie der Hitlergruß schon zum Alltag. Norman ist erwachsen und der Hitlergruß gehört immer noch dazu. Aus Norman ist ein Skinhead geworden, dazu ein Alkoholiker und im Gefängnis saß er auch schon. Dabei hätte für Norman alles ganz anders laufen können. Nach dem Überfall 1994 kam er für 4 Jahre in ein Heim in der Nähe von Plauen. Michael Jagdmann war damals sein Erzieher und betreute ihn täglich und traf auf einen völlig anderen Jungen. Es war ein lieber, netter Junge. Was nur daraus geworden ist, das ist natürlich sehr beschämend und sehr traurig. Aber ich denke, das ist nicht ihm zu schulden, sondern eben dem Elternhaus, wo er herkommt. Und das ist auch unser Problem, was wir haben, wenn eben Kinder so 10, 12 Jahre in ihr Elternhaus gelebt haben und haben falsche Vorbilder vorgelebt bekommen. Sie dann innerhalb von einem halben Jahr umzuerziehen oder in 2 Jahren, das schafft man nicht, wenn sie also 12, 14 Jahre im Elternhaus gelebt haben. Das ist das auch, was uns dann traurig macht. Jagdmann zeigt uns einen Chorauftritt von Norman. Er wirkt dabei wie ein völlig normales Kind. 2 Jahre nach diesen Aufnahmen wird das Heim aus Kostengründen geschlossen. Norman kommt zurück zu seiner Familie. Ja, ich denke, die Rückführung in das Elternhaus war für ihn ein Schritt nach hinten. Das ging vollkommen nach hinten los. Man hätte versuchen müssen, den Jungen damals anders zu integrieren. Entweder in ein anderem Heim oder, wie ich schon sagte, in einer Pflegefamilie, was ja damals im Anschluss das Günstige gewesen wäre. Es ist September 2018. In der Übergangsunterkunft der Ritters in der Kolpingstraße treffen wir Norman Ritter zum vorerst letzten Mal bei seiner Mutter. Mach dich raus hier! Mach dich für meine Couch runter! Ich hab mir diese Gippe. Du bist ja keine Gippe. Ich hab gesagt, ihr kriegt von mich nicht mehr. Wo bist du? Ich bin eine Gippe. Nein! Norman erzählt uns dann von einem angeblichen Jobangebot. Ich versuche jetzt bei der Security-Firma anzufangen. Ich versuche es. Ob er mich nimmt, durch mein polizeiliches Führungsverhältnis, ist mir egal. Ich habe manche Straftaten gar nicht begangen. Die Straftaten, die ich im Knast gesessen habe, habe ich nicht begangen. Ich habe für meine Brüder im Knast gesessen. Für das, was ich nicht gemacht habe, die Straftaten. Und auch heute wird Norman wieder emotional, wenn es um seine Kinder geht. Ja. Ich habe selber 4. 3. 4. Leonie, Angelina,
Maya und Jönom Lukas. Ich habe vier Kinder. Oh, ich habe schon wieder in den Turm. Drei Weiber und ein Jung. Den Namen seiner ältesten Tochter hat sich Norman sogar tätowieren lassen. Maya Sophie, meine Große, die 13-Jährige, die jetzt 13 wird. So. Ey, kommt ihr jetzt mal langsam ins Taxi oder fahrt ihr mich schon mal raus da? Im Mai 2019 dann der Gerichtsprozess gegen Norman und Christopher, weil sie einen Obdachlosen verprügelt und beklaut haben sollen. Mit angeklagt ist auch ihre Nichte Jasmin. Sie steht zum ersten Mal in ihrem Leben vor Gericht, mit gerade mal 19 Jahren.